herzlich willkommen zu Mein Espresso TV. Mein Name ist Tom Krause und heute geht es wieder einmal um den Zustand. Um euren Zustand, um meinen Zustand. Wenn wir Menschen uns fühlen, also wenn wir in einem bestimmten Zustand sind, dann haben wir auch eine gewisse Körperhaltung. Aufmerksame Mein Espresso TV-Zuschauer erinnern sich an vergangene Sendungen. Dort bin ich immer mal wieder auf den Körper. Einige erinnern sich an die Affentrommel, einige erinnern sich an meine Geschichte, als ich durch den Wald gerannt bin, um meinen körperlichen Zustand zu ändern, damit mein geistiger Zustand nachkommt. Körper und Geist und Seele, das wussten schon die alten Meister aller Epochen, gehören zusammen. Und dementsprechend ist auch die Körperhaltung für den eigenen Zustand sehr wichtig. Das glaube ich zumindest in meiner Welt. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das früher gehört. Geh gerade! Ja, das ist etwas, was die Eltern sehr gut gemeint haben, mit Sicherheit. Und was auch selbstverständlich besser und selbstbewusster aussieht. Ich bin jetzt kein Arzt und kann auch keine Abhandlung jetzt darüber geben, was die Ursache einer schlechten Haltung sein kann. Eine schlechte Haltung kann sicherlich viele Gründe haben, nur kann natürlich auch der geistige Zustand eine Ursache für eine schlechte Haltung sein. Zum Beispiel eine etwas gebücktere Haltung, und das kann sich dann natürlich auch manifestieren. Und wenn sich diese gebückte Haltung manifestiert, dann kann es natürlich auch sein, dass der Geist nachzieht und ebenfalls eine gebückte Haltung im übertragenen Sinne einnimmt. Diese Übung mache ich manchmal in Workshops, dass, wenn es um das Verkaufen der eigenen Dienstleistungen und Produkte geht, dann bitte ich die Teilnehmer, dass sie sich einfach mal in einer übertrieben gebückten Haltung hinsetzen sollen und sagen, schönen guten Tag, mein Name, und sie sollen dann versuchen, dynamisch zu verkaufen und sagen, schönen guten Tag, mein Name ist Tom Krause und ich möchte Ihnen heute Produkt XYZ verkaufen. Und ich spüre schon, während ich diese Übung gerade vorgemacht habe, dass es kaum funktioniert, in einer unterwürfigen Haltung etwas gut zu präsentieren. Andersrum ist es vielleicht ein bisschen leichter, wenn ich sage, ich mache das jetzt mal lustlos und präsentiere das einfach in einer geraden, aufrechten Haltung, präsentiere ich mein Produkt XYZ, fühlt sich auch komisch an, aber nicht ganz so dramatisch wie in der gebückten Haltung. Das bedeutet, wenn ich mich gerade hinsetze, tief durchatme und noch etwas für meinen Körper tue, vielleicht eben ihn überall abklopfe oder wie im Ratelband einmal tschakka macht. Das ist sehr lustig, das ist mittlerweile ein Running Gag gewesen. Oftmals wird das Tschakka Jürgen Höller angedichtet. Gerade die größten Kritiker von Tschakka schreiben es immer wieder falsch. Sie kennen die Geschichte nicht dazu. Das finde ich immer sehr bemerkenswert, wie sehr ungenau einige Menschen recherchieren, bevor sie irgendwas einfach nur lustig finden. In diesem Artikel hier unten ist Tschakka richtig geschrieben und ein bisschen was zur Geschichte steht dann auch dabei. Dieses Tschakka dient nicht nur der Belustigung, sondern auch der Mobilisierung des Körpers. Das kann ja auch ein Anker sein, wenn jemand in einem euphorischen Zustand ist und in dem Moment das Ganze ankert, indem er sich auf die Brust schlägt und sagt Tschakka, dann geht es ihm sicherlich, wenn er das nächste Mal an anderer Stelle macht, genauso, weil der Körper sich natürlich an diesen Stimulus erinnert und dementsprechend Response eine Wirkung zeigt, eine Reaktion. Und vielleicht
probiert ihr das auch mal aus, dass ihr unterschiedliche Haltungen einnehmt und dann, um dann mal hineinspürt, was das mit eurem Zustand macht. Vielleicht nehmt ihr euch am besten mal vor, in diesem Falle hinzu, dass ihr euch vornehmt, okay, ich gehe heute mal den ganzen Tag übertrieben gerade. Wenn euch das zu peinlich ist, es gab mal einen schlauen Unternehmensberater, der hat gesagt, blamiere dich täglich. Das ist ja vielleicht auch mal eine gute Übung, mit der eigenen Flexibilität umzugehen. Und dementsprechend geht mal einen Tag übertrieben gerade und nehmt mal wahr, was das mit eurem Zustand macht. Um richtig gerade zu gehen, gibt es eine einfache Methode. Stellt euch einfach mit an die Wand, sodass ihr richtig fühlt, okay, alles, auch die Schultern sind an der Wand, der Kopf ist an der Wand, an eine gerade Wand natürlich möglichst. Und dann könnt ihr mal so losgehen und ein Gefühl dafür bekommen, aha, so ist es, wenn ich richtig gerade gehe. Ja? Dabei wünsche ich viel Spaß, eine gute Zeit, bis morgen, wenn ihr mögt. Tschüss.